Jens Schöngardt, 24.33 Uhr gegen den TBV Lemgo im DHB-Pokal-Achtelfinale. Kompletter Blackout von unserem TuS? Ja, so kann man, glaube ich, das Spiel beschreiben. Wir haben es von Anfang an nicht geschafft, griffig in die Zweikämpfe zu gehen, eine gute Abwehr zu stellen. Haben vorne viel zu viele technische Fehler gemacht. Ich glaube, in der ersten Halbzeit 6 oder 7 Stück. Und ja, der TBV hat das natürlich eiskalt ausgenutzt. Bei uns haben überall 10-15% gefehlt, vor allem im Zweikampfverhalten, vorne wie hinten. Und ja, dann hat natürlich Lemgo sich das Glück des Tüchtigen verdient. Die Abpraller kamen zu denen und nicht so wie bei uns, aber vielleicht haben wir uns das auch vielleicht ein bisschen zu einfach ausgemalt, nachdem am Samstag gegen Bergischen HC alles so gut funktioniert hat. Und da hat der Sport wieder mal gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Man muss für jeden Sieg kämpfen, egal gegen wen, egal zu Hause oder auswärts. Und das hat der TBV heute deutlich besser gemacht als wir und deswegen haben sie auch verdientes Viertelfinale erreicht und wir sind leider draußen, was ich sehr, sehr bitter finde, weil ja, es war eigentlich viel mehr drin für uns und war ein machbareres Los wie jetzt in Kiel oder bei den Rhein-Neckar-Löwen und deswegen ist es umso blöder, dass es nicht gereicht hat. Ja. Habt ihr schon realisiert, was für eine wahnsinnige Chance ihr liegen gelassen habt heute? Ich weiß nicht, jetzt im Moment ist es bei mir eigentlich eher Frust, wie die Erkenntnis, was man von der Chance liegen hat lassen. Ich meine, der TBV ist auch keine Thekenmannschaft. Die haben auch eine super Mannschaft mit super Einzelspielern. Und heute war jeder Spieler vom TBV eine Klasse besser wie der Spieler vom TuS. Und das gehört auch zum Sport dazu, dass man das auch fair zugibt und auch vielleicht mal akzeptiert. Aber ist natürlich schade, weil die Halle war gut gefüllt und ja, wir waren 2 Schritte weg vom Final Four. Ich war noch nie da und viele andere, die schon da waren, wissen, was für ein überragendes Ereignis es ist. Und deswegen ist es jetzt im Moment einfach nur echt niederschmetternd und ja, irgendwie nicht richtig zu begreifen. Ne? Danke, dass du dich gestellt hast. Messi. Drago Vukovic. Jens Schöngardt sprach eben von totalem Frust bei ihm. Wie sieht es bei dir aus, so die Gefühlslage, so kurz nach so einer deutlichen Pokalniederlage gegen den TBV Lemgo? Ungefähr gleichfalls. Ich habe schon gesagt zu ein paar Leuten, das war gar nichts von uns heute. Ich will zuerst sagen, vielen Dank zum Zuschauer. Ich bin überrascht, dann kommen so viele Leute im Pokalspiel. Die müssen dazu neue Karte kaufen, ohne Dauer, aber das war von uns gar nichts. Von meiner Gesinnung, Entschuldigung, und so können wir nicht weiterspielen. So war keine Körpersprache, war kein Kampf, nichts. Kannst du nicht kriegen zu Hause 18 Tore in der ersten Halbzeit. Unser Weg muss sein, Spiel gegen Rhein-Neckar. Man kriegt so ein ganzes Spiel 22, nicht in einer Halbzeit. Aber wir müssen das etwas lernen von das und richtig schnell vergessen und gegen Hamburg viel, viel besser spielen. Hast du schon mal ein Spiel erlebt mit so einer dermaßen hohen Fehlerquote von einer Mannschaft, wo du mitgespielt hast wie heute? Das war ja unglaublich. Also was geblockt wurde, was als Fehlpass wegging, was frei vor verschossen wurde, das war ja unwahrscheinlich hoch. Ja, das verstehe ich nicht, warum. Wir haben so viele Fehler gemacht. Feldwürfe, Bälle verloren, alles. Aber meine Meinung, wenn unsere Abwehr stimmt nicht, dann ist alles egal. Angriff auch funktioniert nicht und du hast keine diese Versicherheit für Angriff. Und wir müssen richtig stark trainieren diese nächste Woche bis Hamburg und viel, viel besser machen. Tim Schneider, 24:33, ihr habt mit 9 Toren in Lübeck gewonnen. War das so leicht, wie es aussah? Naja, das definitiv nicht. Wir wussten, was wir im Hinspiel in der Liga falsch gemacht haben. Wir haben eigentlich da überhaupt nicht gut gespielt. Haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und heute ja, haben wir eine gute Abwehr gestellt. Erste und zweite Welle lief super. Im Angriff wussten wir immer ein Mittel, ob die 6-0 oder die 5-1. Und daher denke ich auch verdient gewonnen. Ihr seid jetzt noch ein Spiel vom Final Four entfernt. Das ist doch jetzt eine Riesenchance, oder? Ja, muss halt Losglück haben. Ich weiß ja, wie die anderen Ergebnisse ausgegangen sind, aber wenn du natürlich Kiel bekommst, wird es natürlich schwer. Daher abwarten und Tee trinken. Welche Rolle hat das Derby vor 4 Wochen gespielt, wo ihr ja mit einem Tor verloren habt? Hat das nochmal so ein bisschen Motivation aus sich rausgekitzelt heute? Ja, wie gesagt, wir wussten, dass wir da nicht gut gespielt haben. Das hat uns selbst aufgeregt ohne Ende. Wir saßen am Ende nach dem Spiel in der Kabine und haben uns geärgert, dass wir überhaupt gar nichts auf die Platte bekommen haben. Und wenn du dann nur mit einem Tor verlierst, ist es natürlich umso bitterer. Und daher, also ob es mehr Motivation war, glaube ich jetzt nicht. Ich denke, wenn wir noch ein Spiel zugelost bekommen, ist vielleicht Erlangen, keine Ahnung, ob die weitergekommen sind. Wenn du die bekommst jetzt in der nächsten Runde und das gewinnst, bist du beim Final Four. Ich glaube, das hat bei uns bisher nur einer geschafft, das war Flo. Und daher war das auch, glaube ich, eher die Motivation für jeden. Alles Gute fürs Viertelfinale. Dankeschön.